Meisterfeier oder Partycrash? Das ist heute die Sonntagsfrage im Oldenburger Marschwegstadion. Antwort auf diese Frage geben die U21 des Hamburger SV und der VfB Oldenburg, der mit 35 Punkten die Tabelle in der Meisterrunde der Regionalliga Nord anführt. Knapp dahinter Weiche Flensburg mit 3 Punkten und 11 Toren weniger. Soll heißen, wenn der VfB heute gewinnt, sind Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Meistermentalität forderte Dario Fossi vor dem Spiel ein. Kann die Mannschaft die auch aufs Feld bringen? Finden wir es heraus. Der HSV in den weißen Trikots, der VfB im blauen Dress mit Kai Kaisis. Der hat ein Auge für Raphael Brandt. Halbe Stunde gespielt, zuvor der Trikotzupfer von Maxwell Giamfi mit Vorteil geahndet. 40. Minute, Freistoß eher harmlos und Martin Schmidt alles andere als harmlos. Diese beiden die einzig sehenswerten Möglichkeiten im ersten Durchgang, das 0:0 zur Pause gerechtfertigt. Kennt ihr eigentlich Hell's Bells von AC/DC? Eine Hell's Bell haben wir auch. Draufklicken, Abo dalassen und keine Highlights aus eurer Region verpassen. Lieben wir. 3 Minuten nach dem Seitenwechsel. Robin Velasco am Ball. Der wird ungestüm zu Fall gebracht. Schiedsrichter Felix Baas ist seiner Sache sicher und pfeift Elfmeter. Aus der Perspektive nicht hundertprozentig zu erkennen. Wir vertrauen auf die Entscheidung von Baar. Velasco tritt an. Versenkt und lässt alle Bratwürste im Marschwegstadion eiskalt werden. Gejubelt wird auch mit Teamkollegen, die nicht dabei sind. Das Trikot von Ware Pakir muss mit aus Foto. Einmal verzögert, Pelle Böving entscheidet sich für die falsche Ecke und dann hast du das Salz in der Meisterschaftssuppe. Oldenburg nun zunehmend aggressiver. Dennis Engel im 1-on-1 gegen den eingewechselten Alin Recepi. Flanke und Seitfallzieher von Robert Zitarski. Da muss sich Leo Oppermann aber mal so richtig lang machen. 52. Minute. Der HSV im Ballbesitz und eigentlich alles unter Kontrolle, wenn es kein Missverständnis zwischen Juho Kilo und Elia Kran geben würde. Der Blitzheber von Kaisis, Martin Schmidt und Ausgleich. Mit dem 9. Saisontor bringt Schmidt seinen VfB wieder in die Spur. Kaisis Heber mit perfektem Timing. Kein Abseits von Schmidt, nichts zu machen für Oppermann. Der HSV weiterhin mit Ambitionen, den Partycrasher zu spielen. Velasco bedient Jona Fabisch, Böving klatscht, Dauda Belemé mit dem Swiffer am Fuß, ready zum Abstauben. Und wenn die Eckfahne stört, dann wird sie halt umgekickt. Fabisch der entscheidende Dosenöffner, Dennis Engel zu weit weg, um noch vor Belemé zu kommen. 25 Minuten später, wieder Rückstand für Oldenburg. Was machen sie jetzt? Köpfen und ausgleichen! Drittes Saisontor für Robert Zitarski, Dario Fossi hält es nicht mehr auf der Bank. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob er da jubelt, coacht oder beides gleichzeitig vorhat. Zitarski springt im exakt richtigen Moment. Die Hamburger Hintermannschaft lässt ihn einfach machen. 90. Minute, Ecke VfB. Das Stadion steht, Anspannung pur, schmeißt ein Streichholz und das Ding fliegt in die Luft. Marcel Appiah zufällig eins dabei und der Marschweg bebt vor Ekstase. In der letzten Minute über einen Eckball diese wichtigen 3 Punkte geholt. Das könnte sie sein, die von Fossi geforderte Meistermentalität. Der eingewechselte Pascal Polonski bietet keinerlei Paroli und somit holt der VfB diese 3 Punkte. Die 3000 Fans kurz vor dem Platzsturm und mit dem Schlusspfiff brechen alle Dämme. Ja, sehr bitter. Immer wenn du so spät verlierst, tun Niederlagen besonders weh. Ich denke, das Fazit heute fällt so ein bisschen zweigeteilt aus. Wir sind, wie gesagt, enttäuscht über die Niederlage. Denke ich, trotzdem können wir auf die Leistung stolz sein und mit der zufrieden sein. Vor der Kulisse hier mit so einer jungen Mannschaft so lange Paroli geboten zu haben und immer wieder selbstspielerische Akzente gesetzt zu haben, war richtig gut. Zweimal geführt. Ich denke, meine Mannschaft hätte heute einen Punkt mindestens verdient gehabt. Ich glaube sogar, wenn wir es am Ende ein bisschen abgezockter spielen, können wir hier sogar gewinnen.
Nein, ich fand es ein bisschen frech, 8 Punkte Vorsprung und zu sagen, dass wir schon Meister sind, wenn man noch 12 Punkte holen kann. Jetzt sind wir 6 Punkte vorne und haben 11 Tore mehr. Wir sind überzeugt, dass wir gegen Kiel das Ding selbst ziehen. Aber ich glaube nicht mehr dran, dass Flensburg jetzt 5-6-0 gewinnt in beiden Spielen. Dann müsste man sich fragen, ob die anderen beiden Mannschaften was falsch machen. Und ich denke schon, dass eine Fußballehre da ist und dass Hildesheim und Werder ihr Gas geben werden. Aber wir, wie gesagt, wir sind es nur zu 99%. Aber ich bin überzeugt genug zu sagen, dass wir es schaffen werden. Das übernehmen wir gern. VfB Oldenburg also zu 99,9% Meister der Regionalliga Nord, möglicher Gegner in der Aufstiegsrunde BFC Dynamo.